Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Village. Und wir folgen noch nicht ganz den Schildern. Ich möchte nämlich noch ein bisschen gucken, ob wir Dinge hier herausfinden, die hier noch nicht geöffnet wurden oder gefunden wurden. Wie zum Beispiel der Schatz. Das könnte eventuell das Haus sein von dem Geigen. Macher oder was das war? Mussten wir hierfür dadurch? Hab ich da gerade was gehört? Oh ja, da ist schon wieder so ein Endgegner. Nee, danke. Auf den habe ich gerade keine Lust. Es war auch nicht der richtige Weg. Also wieder so einer, wo man dann diese Axt da rauskriegt. Meine ich. Ich glaube, ich wollte eigentlich irgendwo hier lang, ne? So, ich glaube, das war das hier, ne? Yes. So, Schlüssel des Geigenbauers. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob uns hier irgendwas Bestimmtes erwarten sollte, außer eine leere Schublade. Was für eine Begrüßung. Happy Birthday, 27.09.17. Dankeschön. Na. Das war... Oh, oh, der sieht ja echt schick aus. Das ist wieder ein Schatz zum Verkaufen. Erweitertes Magazin. Cool. Können wir das direkt mal ausstatten? Oder haben wir das schon? Da oben. Schick, schick. Hat sich also gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Haben wir hier irgendwo noch eine Ziege oder sowas? Das Haus ist immer noch rot. Moment. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Achso, das sollte uns zu dem Code führen. Aber das hat es immer noch nicht blau gemacht. Warum wackeln hier die Fenster? Das war schon leer. Hier ist nichts. Auch wieder die ganzen Bilder hier. Ich würde mir nicht unbedingt Mutter Miranda ins übers Schlafzimmer hängen, übers Bett. Hier glitzert aber auch nichts. Ach, hier unten. Nein, es liegt doch mal unten drin was. Jetzt haben wir es aber. Mich würde mal interessieren, ob wir irgendwo einsehen können, ob wir alle Ziegen bisher gefunden haben. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht die ein oder andere übersehen haben. Naja, auf zum nächsten. Was war denn hier jetzt noch? Ich wollte mal... Ach genau, ich wollte noch mal hier. Wegen der verschlossenen Tür. Können wir die jetzt öffnen? Schauen wir doch mal. Das Ding ist immer noch nicht offen.
Muss man das verstehen? Was ist denn das eigentlich? Kann ich nicht abschießen. Okay. Schade, ich dachte, ab einem gewissen Kapitel öffnet sich so nach und nach alles. So wie jetzt zum Beispiel das auf dem unteren Teil des Friedhofs. Aber anscheinend ist es hierfür noch nicht so weit. Wobei ich das ja auch nicht verstehen kann. Wir haben ja nur noch einen Abschnitt und ich weiß nicht, ob wir danach wieder ins Dorf zurückkommen. Nun gut, eventuell ist es ja auch noch Teil des Spielverlaufs. Also folgen wir dann jetzt doch mal den Schildern. Ja, the show must go on. Das denke ich auch. Jetzt gehen wir mal zu den Lykanern. Das könnte sehr interessant werden. Dankeschön. Ist das die Hexe? Ah nee, da hängt nur etwas. Oh, muss ich jetzt hier lang oder da hoch? Ich weiß es gerade gar nicht. Da geht's, denke ich, mal weiter. Geht's überall weiter. Hä? Why? Ich glaube, ich habe die Taste zum Schnelldrehen gedrückt. Hier sticht nicht so an. Du hast ein Glitzerauge. Ich weiß, ich verschieße eventuell die ein oder andere Munition, die ich eventuell nicht bräuchte, aber nur minimal. Denn die brauchen wirklich mittlerweile mehr. Wo ist noch einer? Ja, ganz oben, ne? Gut. Ich habe es jetzt nicht so direkt gesehen, weil das ein bisschen geblendet hatte. So, haben wir. Machen wir noch einmal. Blindenmuni. Wäre schon nicht schlecht. Mag Flintenmuni. Hatte ich nicht gerade noch 80 Schuss? Schnurleise. Hey, wo ist denn jetzt einer? Vera schießt doch nicht andauernd daneben, oder doch nicht? Ich dachte, ich hätte daneben geschossen. Vergiss es! Was? Wow! Hä? Ugh.
Sind aber ganz schön viele Dinge. Habe ich alles? Da geht aber gerade wirklich viel Muni für drauf. Liegt da oben noch was? Irgendwie muss man da doch hochkommen, oder? Leute, meint ihr nicht, das wäre ein bisschen gerecht, wenn man da... Oh, ich hasse es. Warum bauen die Sniper in dieses Spiel ein, wenn man sich die Schätze eh nicht holen kann? Na toll, da hatten wir ein Explosionsfass. Ich glaube, hier kommen wir allgemein besser mit Sniper zurecht, ne? Wow! Leute. Merke, konzentriert euch nicht nur auf eine Richtung. Zum Glück müssen die Schätze nicht ins Inventar. Oh. Kann das sein, dass ich die eventuell nicht aus der Entfernung bearbeiten soll? Weil hier überall die Explosionsfässer stehen? Hm. Achso. Muss man nachladen. Auch nicht schlecht. So sind die eigentlich gezwungen, zu mir zu kommen, ne? Wow! Och, Leute. Oh. Komm. Verdammt, meine Muni wird knapp.
bitte lass es jetzt so die gewesen sein. Und nein, ich knall nicht immer wie so eine Irre um mich rum. Nur manchmal. So, liegen hier irgendwo noch schöne Dinge auf dem Boden? So, was können wir denn jetzt noch eben nachcraften? So, wir haben jetzt nur noch eine Chemikalie. Ach verdammt, die da hinten standen, da komme ich ja wieder nicht dran, oder? Egal, Hauptsache, die konnten mich nicht kriegen. Was habe ich eigentlich jetzt gerade auf 1? Der Revolver. Was hatte ich vorher? Ich glaube, das könnte ich wieder ausrüsten. Also. Das oder? Ich mache erstmal das und später dann eventuell wieder die Rohrbomben. Oh, 10 ist nicht viel. Yay, die Festung. Ein Ort, wo man nicht hin will. Aber schön, dass wir hier speichern können. Oh, noch eine Rohrbombe. Das soll was heißen. Nicht sonst noch was hier rum? Ich denke nicht. Lass uns speichern. So, da geht's weiter. Hier nicht. Ich glaube, vielleicht packe ich doch schon mal die Rohrbomben auf meine Schnellwahl. Das muss ihr Nest sein. Ja, schön, dass du ganz laut mitten im Nest mit dir redest. Gut hinbekommen. Kann ich auch durchlaufen? Ups. Rot. Ich glaube, das würden wir sonst nie im Leben packen. Na los, Großer. Ups. Nope. Oh. Ich weiß schon, warum ich die Rohrbomben mag. Ich weiß aber auch, warum ich Schrotmunition mag.
warum ich da so gerne so viel von haben möchte. So, dann machen wir uns noch eins davon und noch mehr Schrot. Ich glaube, Schrot ist hier das Zauberwort. Kann man dich irgendwie auseinanderbauen? Nope. So viel Pistolenmuni wie am Anfang hatten wir, haben wir auch nicht mehr. Verdammt. Linden? Nein. Was bringt mir das ganze Geld, wenn ich kein Duke hier habe? Könnte ich bitte vorher noch einen Speicherraum kriegen? Irgendwie ist das Krabbeln hier gerade so ein bisschen komisch. Ah nee, ich weiß warum. Wir sollten sie definitiv nicht bei ihrem Festmahl stören. Und ich wette, jetzt kommt gleich einer an der Wand, oder? Oh, sie haben mich erhört. Explosivgeschosse. Untersuchen. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vernehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Okay, mich wurmt es aber nicht. Ich würde sagen, ich habe jetzt erstmal für Sicherheit gesorgt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao mit V.